Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Ixion. Wir sind kurz vor dem Sprung ins neue System. Alle Systeme laufen optimal, alle Ressourcen sind eingelagert worden. Alle sind an Bord. Alle Transportschiffe, wir haben das bisschen Eis da und ein bisschen Silizium, das lassen wir hier. Und ich würde sagen, wir springen. Wir können vielleicht hier das auf Pause stellen, damit wir uns Silizium sparen. Und die Schmelze können wir auch erstmal pausieren. Ich meine, die Batteriesysteme halten locker, ne? Also wir sind hier drüben bei 2,9 und hier jetzt bei 3,2 durchs Abschalten. Aber wir springen jetzt ja sowieso. Also los geht's. Taikern Richtung Jupiter. Cool mit den ganzen Solarpanels da außenrum. Batterie ist noch drin. Alles gut. Und wenn wir angekommen sind, müsste ich es auch wieder aufladen dann. Da sind wir angekommen. Alles klar, Batterien, alles noch gut. Dann würde ich sagen, fertig zum Sprung. Bereitet Ixion, machen wir. Wir verbinden. In 3 Sekunden. Aber die Rumpfreparatur mache ich jetzt aber kurz mal wieder an. Damit wir hier nicht runterfallen und die dann hier am Motzen sind. Können wir eigentlich auch nur eine anmachen? Ne, sind wir bei minus 36, das langt auf keinen Fall. Die entsorgen jetzt eh gerade Müll hier unten. Während des Fluges, des Sprungs, die Schmelze hier aktiv lassen sollte. Vielleicht schwappt das über. Das wäre blöd. Alles klar. Dann los geht's, würde ich sagen, oder? So, wir sollen die überschüssige Ausrüstung abbauen. Okay, die finalen Anbindungsprotokolle der Außenbordschleuse. Check. Wir sind zusammengebaut und los geht's. Eingehende Übertragung. We have received a transmission from the Hephaestus PA, Olympia. Okay, go. Tycoon, Ixion is now in orbit and ready for installation. You are not designed to calculate your own vol coordinates. Ixion will only permit you to use previously generated coordinates or to follow the vol signatures of others that have crossed self-similar space. To make your existence worthwhile, you will need to find the coordinates of the exoplanet that Protagoras is looking for, Remus. Vanya was right about the echoes of the future. I bestow upon you this miracle, and with it, release myself so that I may embrace the sleep that was stolen from me. Okay. Dann. Oh, es gibt nochmal Ressourcen. Okay, wir nehmen anscheinend den ganzen Rest mit. Ein paar Ressourcen sind noch da. Lassen wir die mal kurz transportieren. Oder wird das schon transportiert? Achso, es ist wahrscheinlich direkt übergeben, gehe ich mal davon aus.
oder? Gammelt hier noch was rum. Nee, es wird ja nichts angezeigt. Wird keine Ressource angezeigt. Dann verbinde den Antrieb über die Bauleiste in der Außenansicht. Xion-Klasse. Anbauen. Mach mal. Okay. Ich würde sagen, machen wir mal Warp ein bisschen langsamer. Und ich wollte mir jetzt eigentlich mal von außen angucken, aber ich kann es so. Das ist wohl der Antrieb da hinten dran. Alles klar. Administrator, we are ready to follow the traces of the Protagoras through self-similar space using the frequencies recovered from Outer Hope's black box. Vol systems have been adapted for the new Ixion class engine. The Tycoon is now fully equipped to pursue our main objective, ensure humanity's survival by finding the habitable exoplanet named Remus. Okay. Naja, was soll schief gehen beim nächsten Sprung? Ne? Beim letzten Mal lief ja auch alles super. Fast. Go, go, go! Hauptantrieb. Haben wir denn genügend Batterien? Ja, haben wir. Gut, go! In accordance with Frau Stanford procedures, all ships must return to the Tycoon before Volt Jump initiation. Das wissen wir. Antrieb wird aufgeladen. Engine ready. Ja, wir sind bereit. Energie, Mr. Crusher. Wir sind verglüht. Let's Play Ende. Vielen Dank. Tschüss. Okay, wir haben diesmal keinen Planeten zerstört. Oh, sieht aber cool aus. Full jump complete. Running preliminary diagnostics. Severe hull damage has been detected. Following self-similar traversal. Hypothesis. Each Vol jump causes irreversible damage to the Tycoon structure. Predictive modeling suggests that 4 more Vol jumps are possible before the Tycoon breaks apart. New mission objective established. The Protagoras possesses coordinates of the habitable exoplanet Remus. We must find the Protagoras in order to reach our destination. Okay, herzlich willkommen. Suche nach Spuren der Protagoras. Ja, jetzt haben wir schon hier noch ein bisschen mehr Rumpfschaden. Im Moment können wir noch alles kompensieren. Aber wir sind schon bei... Nur noch plus 7 oder sowas.
Nihai-Protokolle online. Stanford-Checks bestanden. Xion-Antrieb vollständig in die Tycoon-System integriert. Bereit für die Zündung. Achso, das ist noch davor gewesen. Walsh-Punktkoordinaten können nur durch Berechnung von Freos-Teilchen generiert werden. Einem Teilchen aus dem selbstähnlichen Raum. Diese Berechnungen gehören zu dem wertvollsten und bestgehüteten Geheimnis von Dolos. Administrator, wir haben die Sprungkoordinaten für den letzten bekannten Aufenthaltsort der Protagoras. Das habe ich, glaube ich, nicht abgerufen. Das war wahrscheinlich schon aktiv vor dem Sprung. Gehe ich mal fest davon aus. So, jetzt müssen wir 30 Kolonisten trainieren. Und einen geeigneten Planeten finden. Okay. Und wir sollen nach Spuren der Protagoras suchen. Oh. Das sieht nicht mehr nach unserem Sonnensystem aus. Und hier sollte man wahrscheinlich nicht reinfliegen in die Gewitterstürme, gehe ich mal fest davon aus. Okay, Richtung Falken 74. A science ship has arrived at its destination. Zusammenfassung des Scans von Falken 74. Sensoren haben einige ungewöhnliche Messwerte auf der Oberfläche von Falken 74 aufgezeichnet. Die Entsendung eines Untersuchungsteams könnte uns mehr über die Geheimnisse des Universums verraten. Hier spricht die Besatzung der Darwin. Wir sind auf Falken 74 gelandet. Die Schwerkraft beträgt etwa 4,57 Meter pro... Was? Quadratmeter pro Sekunde? Meter pro Sekunde im Quadrat? Die Atmosphäre ist korrosiv. Ohne Schutzraum schätzen wir eine Überlebenszeit auf 2 Stunden 27 Minuten. Am Ort der Anomalie fanden wir einen riesigen Geysir, der das Gas ausstößt, das sich bei Kontakt mit der Atmosphäre des Planeten sofort zu kubischen Partikeln verfestigt. Ne, wer kennt es nicht? Die kubischen Partikel. Ne? Was machen wir jetzt? Analyse ausführen. Wie viele Ressourcen haben wir denn? Wie viele Legierungen? Hä, hey, woher haben wir denn 116 Legierungen? Hä, bitte was? Seit wann haben wir denn 116 Legierungen? Okay, wahrscheinlich in beiden Sektoren gelagert. Ja, was machen wir denn? Errichte Infrastruktur. Oder erstmal analysieren. Aber intrusiv heißt doch, dass es irgendwas beeinflusst, ne? Ich nehme die großen 50%, würde ich sagen. Was soll schief gehen? Die Neshmet könnte mal fliegen. Mal gucken. Was soll schon schief gehen? Auf einem Planeten, der fast verglüht. So, können wir jetzt hier scannen? Da ist doch was. Da ist was in der Nähe. Go, go, go. Was? DOG0202. Wer kennt ihn nicht? Ja. Wie lange brauchen wir denn, dass sie da hinfliegen, bitte? Jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt sind die Ressourcen da. So. Mal ganz kurz abchecken. Ist hier irgendwas im Argen? Nein, nein, nein. Aufgetaut haben wir auch. Wir brauchen aber dringend Ressourcen. Wir brauchen dringend mehr Regierung. Hier ist noch ein Event. Administrator, die Taiken hat das Sonnensystem verlassen. Die Besatzung ist überzeugt davon, dass sie nie wieder die Sterne ihrer Heimat sehen werden. Dieser notwendige Schritt wird bedauerlicherweise das tote Erde... Na, die hieß doch vorher schon tote Erde-Krankheit. Minus 1. Zum Glück haben wir noch plus 3,2. Oder? Nee, Stabilität ist ja runter. Das ist ja, glaube ich, das ist ja Vertrauen. Alle noch glücklich? Jupp.
So, wir müssen jetzt erstmal wieder Forschungspunkte sammeln. Wir haben nämlich zuletzt... Was haben wir zuletzt erforscht? Irgendwas Optimiertes. Die Dekrete, genau. Wir haben dieses... Wie heißt das Ding nochmal? Datenabhörzentrale hier, die haben wir gebaut, ne? Ob wir die schon bauen sollten, weiß ich nicht. Also müssen wir erstmal sammeln. Wir brauchen wieder Forschungspunkte. Hier sind wir bei 1,5. Okay. Wo? Außerhalb? Ne, der meint wahrscheinlich das hier, oder? So, 81 Strom haben wir noch. Wo bauen wir das Zentrum hin? Das hier, ne? Ein Strom, eine CPU. Das ist relativ über... Da wird es sogar hinpassen. Ich baue es hier hin. Oh, hier will noch irgendwas. In Sektor 1 befinden sich 200 Kryokapseln im Lager. Die Stanford New Cont Protokolle besagen, dass die Taigen zu viele Besatzungsmitglieder wie möglich benötigt. Garantiere die Erweckung von 100 Kryokapseln in 24 Zyklen. Ja, kriegen wir hin. Jetzt haben wir ja Platz, ne? Mach ich. Ja, dann. Achso, Platz haben wir. Ja, wir haben noch Platz, also wir können schon mal anfangen aufzutauen. So, der braucht 5 Strom, 3 Mitarbeiter, das kriegen wir locker hin. Eine CPU. Bauen wir da hin. A science ship team has completed a task. Na dann. Im Schutz der richtigen Infrastruktur konnte das Team der Darwin sorgsam die Anomalie studieren. Diverse Theorien wurden in Bezug auf die Geysire und deren Niederschlagsphänomen auf Falcon 74 aufgestellt, was wertvolle Missionsdaten lieferte. Oh, 60 Forschungspunkte. Naja, das ist doch jetzt mal nicht so schlecht. Hä, 70? Haben sie sich verrechnet? Hab ich falsch gelesen? Gut, ich nehme auch 10 mehr. Waren wahrscheinlich 10 vorher schon, ja. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch für Wohnraum sorgen. Wir haben 40 im Petto, das ist ein Gebäude. Wir sollen 100 auftauen, das heißt wir brauchen mindestens noch 2 Gebäude. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Ressourcen. Eisen schmeißen. Da ist ein bisschen was. Gucken wir, ob wir in der Umgebung noch mehr finden. Im Nebel sollte man nicht reinfliegen. Da, da ist groß. Bitte da hinfliegen. So, jetzt haben wir noch das Problem. Wir haben im Sektor 443 und wir müssen die Kantinen optimieren. Ich glaube, wir haben eine Speisesaaloptimierung mit 20% mehr Bürger. Das werde ich auf jeden Fall jetzt mal anwerfen, damit wir da nicht auch noch in irgendwas reinlaufen. Kann das zeitlich überhaupt hinhauen, die 100 in dem Sektor? Wie viel, warte mal, wie viel weckt der auf pro Dings? Brauche ich eventuell 2 so Schmelzzentren? Was? Eine Kryokapsel, ein Bürger, 0,3 Zyklen.
Ein Bürger in 0,3 Zyklen. Das heißt pro Zyklus 9 ungefähr. Sagen wir 10 pro Zyklus. 20 wären 200. Der müsste ja zweimal langen, oder? Ja, doch, müsste reichen. Oder? Rechne ich hier richtig. Aber Moment, wir sollen 100 Kapseln aufmachen, oder? Er macht 3 pro Zyklus. Ja, da müsste er noch. Irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, dass es nicht reichen könnte, aber... So, wir brauchen Legierungen. So, die Besatzung ist besorgt um zahlreiche uns bisher unbekannten Gefahren, denen im Weltraum begegnen. Sie sehnten sich nach der Gewissheit, dass die Erkundung des Immortan-Systems sicher durchgeführt werden kann. Garantiere, dass kein Mitglied stirbt. Oder garantiere, die Verluste der Folgenschiffe im Immortan nicht höher als 5 sein wird. Woher weiß ich denn, was hier abgeht? Oder? Weiß ich nicht, wird hier jemand sterben, wenn mich das Spiel schon so fragt? Das war's? Achso, ich darf jetzt nicht mehr als 5 sterben lassen. Naja, kriegen wir hoffentlich hin. So, wir brauchen Eisen schmeißen. Los. Achso, die Darwin kann ich ja schon mal rüberschicken. Wenn du so ein Forschungsschiff hast, das Darwin heißt, weiß ich nicht. Eieiei, nice. Sehr geil. Das sieht gut aus. Da kommt Eisen schmeißen rein. A science ship has arrived at its destination. Ja, dann hören wir uns das doch mal an, was hier passiert. Oh. Unsere Sonde hat ein Notsignal entdeckt, das von dem Asteroiden DOG-020 stammt. Wir haben den Asteroiden erreicht, das Bergbauschiff Chapel trieb in der Nähe. Offenbar wurde es von einem sich schnell bewegenden Objekt durchbohrt, was den Piloten sofort tötete. Äußere Markierungen lassen darauf schließen, dass der Chapel ein Bergbauschiff der Protagoras war. Na dann, Navigationsdaten rausholen. Das sieht nicht gut aus, oder? Nicht, dass das uns auch passiert. So, Bergbauschiff fliegt dahin. Sei vorsichtig, nicht, dass dich auch in so ein Projektil erwischt. Wie ist denn hier so drin? 78, 67. Boah, jede Menge. Ich überlege gerade, ob wir noch ein zweites Bergbauschiff bauen. Ich meine, so würden wir schneller an Legierungen kommen, ne? Jetzt fliegen sie los. A science ship team has completed a task. Okay, was passiert hier? Nachdem die verstreuten Überreste von Chapels Pilot beseitigt wurden, konnte die Besatzung der Darwin Navigationsdaten vom Bordcomputer abrufen. Was? 627 Eisen ist da drin? Oh krass. So, untersuche den Grund. Wäre vielleicht schon gut zu wissen, aber nachher werden wir getroffen, wenn wir das untersuchen. Müssen wir das wissen? Na gut. Ja, wir wissen. Aber das ist hier... Ach, das ist noch nicht abgebaut. Das ist praktisch ein Vorkommen. Okay. Ja, das ist noch nicht abgebaut. Oder ist das von mal... Ressource zum Abbau. Und hier sagt er... So zum Abbau, ja, es muss also abgebaut werden. Ich bräuchte fast noch so einen Bergbauroboter, oder?
Allerdings hat die Schmelze ja auch nur gewisse Kapazitäten. So, was haben wir hier? Alles klar. Die Scheptel wurde absichtlich von einem Projektil getroffen. Nach ihrer Untersuchung fand das Team der Darwin Fragmente einer Hülle mit dem Emblem der UNO und dem Wort Menanki. Waren das unsere eigenen Leute? Na, das ist ja ein Spaß. Okay. Moment, der fliegt aber trotzdem. Ach, der holt die CPUs ab. Ja, der holt die CPUs. Administrator, a new request awaits your attention. Wir brauchen dringend Ressourcen. Ah, wird gerade nachgebaut. Nice. In 30 Zyklen auf 75%. Ja, kriegen wir hin. Natürlich, was soll schief gehen? Aber da jetzt gerade nachrepariert wird, sollte das hinhauen. So, Moment. Wohnraum, aha. Da siehst du, da hätte man nämlich fast geschlafen. Wir brauchen, wie viel waren das? 40 Eisen pro Wohnraum, war das so? Haben wir drüben noch Eisen? 67, genau. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen was transferieren. Hier ist ja der Wohnraum auf Kante, ne? Ja. So, das heißt, wir brauchen hier drüben 40? Keine Ahnung. Legierung. Ich sag mal 40 oder 35. So. Dann müssten sie eigentlich jetzt rüber transportieren, dann können wir hier noch ein Wohngebäude bauen. Weil mehr optimieren geht ja nicht. Oder wir bauen drüben eins und transferieren Leute. Das ist wahrscheinlich noch smarter. Weil wir haben hier, glaube ich, mehr als genügend Arbeitskräfte, ja. So, wie viel haben wir denn hier? Ja, müssen wir warten, bis das Gebäude fertig ist und dann können wir 40 Leute transferieren. Beziehungsweise wir können schon mal Leute transferieren. Sind doch 40, die drin wohnen. Nicht, dass ich mich gerade täusche, oder? Ja. Von 1 nach 2. So, mal dann mache ich auch wieder die Ressourcen rüber. Nicht, dass das hier schief geht. Machen das hier auf 40, damit das reicht für das Gebäude. Ne, wir brauchen noch mehr drüben. Ja. Perfekt. Population transfer complete. Was immer noch für... Moment, was passt? Ach, Sektor 2. Ach, weil das Gebäude noch nicht gebaut ist, ja, alles klar, aber das ist ja gleich fertig. Schon ist wieder alles gut. Erlangt das hier von der Reparatur? Ach, hier unten ist die Reparatur. Moment. 100 Kryokapseln, 49 mit 7,5. Das langt nicht mit dem Auftauen. Der hat ja angefangen, wir sind jetzt gerade mal bei der Hälfte und wir haben nur noch 7,5 Zyklen Zeit. Das langt nicht mit dem Auftauen, oder? Kann das sein? Ich habe mich da verrechnet. Was braucht so ein Kryo-Aufbau? Aber immer 100 Forschungspunkte. Können wir eventuell... Ne, es langt jetzt auch nicht mehr, wenn ich das noch mache.
Bevölkerung. Kryozentrum. Wie viel braucht das Ding? 40. Boah, das könnte knapp werden. Mal gucken, wenn es schief geht. Wahrscheinlich einen geringen Malus. Scheiße, ich habe mich verrechnet. Warte mal, vielleicht kriegen wir es noch hin. Kryolabor. Können wir nicht? Können wir nicht. Nee, wir können es nicht verbessern. Dazu haben wir zu wenig erforscht insgesamt. Gut, wir gucken mal, ob es noch irgendwie gelangt, aber ich würde sagen, nein. Aber wir können noch 5 transferieren. Ne, ich hätte direkt das zweite Dings bauen müssen, ja. Guti. Dankeschön. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.